So, Teil 2 hier direkt hinterher, gleich Teil 2 von der Beta von Wildstar. Jetzt endlich auf dem Kommando-Deck, was ich schon kenne aus dem, was ich schon gesehen habe. Hier können wir auch ein bisschen kämpfen. Kommandant Steinbrecher, Nexus-System erreicht. Stabilisatoren bereit für Eintritt in geostationäre Umlaufbahn. Start des Expeditionsteams wird vorbereitet. Alle Mann auf Kampfstation! Echt jetzt, wir stehen unter Beschuss? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Lichter an. Okay. Ja, das weiß, kenne ich jetzt natürlich schon, was wir da machen müssen. Inventar. Wie gesagt, ich lese jetzt ein bisschen schneller, überflieg sozusagen ein bisschen. Weil ich es natürlich schon gesehen habe. Ihr könnt einfach das Video anhalten, wenn es euch interessiert. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich überspringe hier einfach alles mal ganz kurz, weil ich es halt, wie gesagt, schon halbwegs gut kenne. Und jetzt können wir den Spezialeinsatz hier. Ah, unter uns ist das, okay. Ganz so genau weiß ich es auch nicht mehr. Hier müssen wir jetzt, denke ich, mal runter. Oh, jetzt haben wir Falldamage bekommen, oder? Nee, nicht. Okay. Einen haben wir jetzt bekommen. Hier, wo ist der nächste? Oh, da oben ist einer. Ah, mein Gott, Alter. Wie gesagt, ich kenn's zwar, aber irgendwie ist mir auch nicht mehr so ganz in Erinnerung geblieben hier, wie alles geht. Nur, ich habe nochmal kurz 20 Minuten ein Beta-Video mir mal kurz angeguckt, ein Gameplay. Okay. Hier haben wir noch einen Generator. Sonst sehe ich jetzt hier gar keinen mehr. Aber einer fehlt noch, wie wir hier unten sehen. Do you know what I hate? Hm? I hate it when I'm on screen within and the head of cruise. Du benutzt falsche Cruise. Also, wie gesagt, eine Beta, also da kann das schon mal passieren, dass es unterschiedliche Sprachen hat, aber ich finde es halt schöner, entweder komplett Deutsch oder komplett Englisch. Das ist ein bisschen, naja, gut. Aber wir sind noch nicht fertig. Belohnung anzeigen. Neue Klasse. Geil. Ach so, jetzt können wir hier schon leveln quasi. Basis, Rang auf Stadt. Hoch. Können wir alles noch nicht, weil wir hier noch nicht. Ne, können wir ruhig benutzen. Okay. Können wir jetzt hier ein bisschen was hochleveln? Ah, okay, aber hier ist alles schon deutsch, also. Naja, gut, ist mir jetzt gerade egal. Ich wäre jetzt hier eigentlich, ich weiß nicht, jetzt habe ich eine andere Soundkarte. Oh, was ist hier noch? Die Fahrtmission abgeschlossen, okay. Verbleibende Missionen eine. Abgeschlossen. 115, okay, da hoch müssen wir. Ich weiß nicht, kommt man hier hoch? Ja, schon. Und mit dem Doppelsprung, wie gesagt, haben wir ja schon in der letzten Folge ein bisschen versucht anzusprechen hier. Finde ich echt sehr nice gemacht, muss ich schon mal sagen. Und jetzt haben wir hier auch gleich was zum Kämpfen. Und das Spiel ist ab 12, ne? Für die, die es noch nicht in der ersten Folge mitgekriegt haben, also... ja, schon um 12, ist auch eigentlich, also es ist eigentlich nichts ab 16 oder so, bei Bound by Flame, naja, gut, dann habe ich auch ein angespielt Video von gemacht, da ist halt ein bisschen verständlich mit dem, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann, könnt ihr vielleicht verstehen am Ende, warum das ab 16 ist, aber hier... Es ist so ein bisschen World of Warcraft. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Ihre Leistung, Süßer. Ich mag diese Stimme. Hey, geil. Stromschlag. Wie gesagt, ich mag diese Stimme sehr, seit benutzen. Okay, jetzt sind wir hier gleich ein bisschen zweiter Platz freigeschaltet. Ein Schild haben wir bekommen.
Okay, rüsten wir gleich mal aus hier auf 2. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Rekord. Platt machen, Plakette dran und plane drüber. Okay, jetzt müssen wir hier Monster töten, sehe ich hier rechts gerade. Töte Drachen, Berserker und töte Mechari Hacker. Okay, dann machen wir das doch mal ein bisschen rumschnetzeln. Wollte ich hier sowieso. Und das ausgerüstet haben wir ja schon. Ich gehe mal hier drüben hin. Ich hole mir hier erstmal, ne? Und dann, wie man hier. Jetzt. Alter, macht das viel Schaden. Alter. Und hier unten, das weiß ich jetzt natürlich schon, lädt er auch immer so auf. Oh, der ist ja zu weit entfernt. Hier ist jetzt auch so ein bisschen, die halt außerhalb dieses fetten Strahls hier sind, die kriegen halt weniger Schaden. Und wenn sie im Hauptstrahl sind, kriegen sie mehr Schaden. Deswegen immer versuchen, möglichst mit dem Hauptstrahl auf die zu zeigen. Oh, der ist noch nicht tot. Alter, der will aber auch nicht tot gehen heute. Okay. Warum sollte ich den Hut fürchten? Er hat mir nicht viel zu bieten. Das ist natürlich mal auch mal ein Statement. Okay, schon sehr geil. Also ich mag es echt hier. Muss ich schon sagen, ein gut platzierter Schlag. Ich mag das Kampfsystem. Mag ich wirklich. Aber nicht genug Explosionskraft. Huch, was ist das für einer? Es sah irgendwie anfangs so aus, als würde ich gar keinen Schaden machen. Man sieht auch rechts unten sich, gerade so im Augenwinkel, sieht man auch so eine kleine Leiste. Hat man hier unten gesehen. Ist mir gerade so aufgefallen. Und ich schnetzle jetzt mal so ein bisschen noch hier durch. Es macht doch schon sehr Spaß. Aktion nicht möglich. Also diese Deutsch-Englisch-Mischung. Nicht so mein Ding, aber das hat hier eigentlich nichts zu sagen. Huch, der ist nicht gestorben. Wie viel Leben hat er denn bitte? Okay. Achso, der ist schon tot. Sah so aus, als würde da noch jemand leben. Und die nehmen jetzt unseren Poweranzug gar nicht, damit die auch mal so ein bisschen zeigen kann, weil man kann ja nicht dauernd hier irgendwelche super mega Power-Ups nehmen. So stirbt der ganz leicht. Das ist echt lustig. Es macht echt Spaß hier. Weiß jetzt gar nicht, was wir genommen haben. Wir haben Erkundschafter genommen. Es macht echt Spaß hier, muss ich schon sagen. Also das ist echt richtig nice. Achso, ich dachte schon, wir können jetzt hier was aufnehmen. Okay, schade. So, tot. 66%, okay, da müssen wir noch ein paar Hacky-Mechaniker erledigen. Sieht so aus, jedenfalls. 66% haben wir geschafft. Okay, jetzt kriegen wir hier gleich beide mit einmal. Achso. Achso, jetzt haben wir alle Hacky-Mechaniker gekillt. Okay. Und wie man hier sieht, man sieht auch, ob das so klug war, sich jetzt hier mit denen anzulegen. Man sieht auch, in welches Feld die zielen. Das ist ganz gut, auch zum Ausweichen. Ich weiß gerade nicht, wie man ausweicht. Aber von den Mitspielern, falls sie jetzt gerade mal welche wären, könnte ich es zeigen. Von denen sieht man das auch. Wo die gerade hinzielen, das ist sehr, sehr praktisch. Was ist los? Ein persönliches Gespräch wäre am besten. Die Lunte brennt. Okay, ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen Fights, weil es sich gerade mega bockt, das Kampfsystem. Ist gerade mega lustig. Ist halt ein bisschen schade, dass die halt nur diesen begrenzten Raum da haben, wie man sieht hier. Und danach halt nirgends Neues mehr hinzielen. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, das macht jetzt erstmal gerade nichts.
Da kann man sie halt leicht austricksen. Ich schnetzel jetzt einfach noch so ein bisschen rum. Hier sind ja genug Feinde. Außerdem ist das hier ein angespieltes Video. Da darf man ruhig mal ein bisschen... muss man ja nicht der Story folgen. Also das kann man ja im Let's Play machen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Let's Play ist. Weil dadurch, dass halt dieses Abo-Modell hat, wird es auch quasi sozusagen ein Unendlich-Spiel sein. Wo die Entwickler, die müssen das ja auch rechtfertigen. Dass das ein Abo-Modell hat. Die können ja nicht einfach sagen, wir machen Abo-Modell rein. Die werden ja regelmäßig ihre Updates bringen. Das auf jeden Fall, das... Da zweifle ich echt nicht dran. Und jetzt können wir gleich beide mit einem Mal fast erledigen. Okay, jetzt haben wir schon die Spawn hier neu. Mir bisher gar nicht so extrem aufgefallen. Aber stimmt, hier haben wir ja angefangen. Okay, so. Einfach mal ein bisschen rumschnetzeln. Vielleicht kriegen wir auch Erfahrungspunkte oder so. So, dann teleportieren wir uns jetzt mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Teleportiere dich in den Reliktraum. Ist ein bisschen zu gemüllt, muss man sagen, wenn alle hier, alle Sprechblasen hier einfach angezeigt werden. Los, Schätzchen. Okay. Der nächste Teil geht ab wie eine Tüte Klingenschwänze. Meine Bots sind der Meinung, du bist so gut wie tot, also pass da draußen auf dich auf. Den hier müssen wir deaktivieren. Okay. Ne, benutzen können wir den hier. Achso, ne, hier den. Das kenne ich hier. Hier. Sieht doch mega geil aus hier. Einfach sich mit so einer mega fetten Waffe dahin hocken. Stuhl, okay. Ist auch geil hier, dass man halt dieses, diesen Zielanzeiger hat. Finde ich echt nice. Kann man das Ding hier. Das Schaf haben wir doch ganz zu Anfang gesehen. Kann man das benutzen? Achso. Geht er da durch? Ach, wie genial. Naja, besser halt, ne? Ich hoffe, da werden sie noch ein bisschen was tun, weil so durch die Wände. So, das kennen wir ja. So, dann deaktivieren wir den, gell? Alter, ist voll die Hammer-Mission. Oh. Wer ist das? Kann man den angreifen? Nur mal so spaßeshalber. Ne, kann man leider nicht springen. Wir wissen doch, wie springen geht. Verarsch mich doch jetzt bitte. Schärfe die Bomben. Okay, da hinten ist eine Bombe. Ach, da oben ist sie. Okay, wie kommen wir da am besten hin? Ich guck mal hier vorne, ob hier hoch. Man hier hochkommt. Kann man hier hoch springen? Wahrscheinlich schon, ne? Ach so, kommt man am leichtesten hoch. Ach so, nee, doch nicht. Doch, so kommt man hoch. Aber am leichtesten weiß ich jetzt nicht. Ah! Alter, jetzt fliegen wir hier schon wieder runter. Okay. Ah! Ah, gerade so. Huch, was? Ah, den Stuhl wieder. Naja, also das mit den Stühlen ist so ein bisschen... Okay. Geschafft. Huch, was ist das? Die Final Bombe. Ah, ja. Die Urbombensteuerung. Okay, da oben. Und man muss euch sagen, dass mit dem... also finde ich jetzt meine Meinung, das mit dem Gespräch haben sie hier, hier haben sie es echt geschafft, das zu übertreiben. Ich bin echt kein Fan hier, wenn die hier mega viel labern. Naja, aber hier haben sie schon mit mir, Liebling. Mega übertrieben, okay. Ach Alter, die nehmen wir doch sofort. Scheiße, ja. Lieber noch keinen Gang runter, Liebling. Heißesten Dank, Liebling. Jetzt müssen wir hier irgend so ein Handbuch holen. Ach, Alter, und wir kriegen... Naja, immerhin kriegen wir was dafür. Okay, Wissen brauchen wir jetzt gerade nicht. Was gibt's Neues?
Achso, wir müssen uns jetzt hier irgendwas zusammenstellen. Hä? Wo sollen wir draufklicken? Hä? Questlog. Schwierigkeit Mittel. Das würde ich aber auch sagen. Ja, wo haben wir denn hier unseren Character? Ne, jetzt haben wir hier irgendwelche anderen. Oh, jetzt haben wir den ganz weg. Ups. Naja, macht ja nichts. Wir sterben ja schon nicht. VIPs. Was ist das? Okay. Aktionsbaukasten ist hier sehr interessant. Nee, das wollen wir jetzt hier gerade nicht. Uch, was ist das? Achso, Kampf brauche ich nicht wirklich. Chat kann man mal da lassen, aber ich möchte jetzt gerne wissen. 400. Achso, hier sind die ganzen Bücher. Achso. Ja. Okay. Das war jetzt meine eigene Dummheit. Ach mein Gott, Alter. Was soll der Krawall? Hä? Okay, jetzt haben wir wieder Wissen freigeschaltet. 2 von 3, eins fehlt noch. Ah, hier in der Mitte, aber wir haben da schon 3 eingesammelt. Na, ich sag einfach am besten nichts mehr, ne? Relikte Wissen. Jetzt müssen wir den Datenwürfel Nexus hier nehmen. Okay, jetzt. Mit dem Nexus-Projekt beginnt das größte wissenschaftliche Experiment in der langen Geschichte unseres Volkes. Und wenn wir erfolgreich sind, dann werden wir erreicht haben, wovon andere immer nur geträumt haben. Wir werden das Schicksal verändert haben. Und zwar nicht nur das der Eldaren, sondern das des gesamten Universums. Okay, gleich die nächste Mission hier hinterher. Das ist schon sehr intensiv. Ich hätte gern die Beta von The Elder Scrolls Online gespielt, als die Beta von... Oh, was waren jetzt? 2 FPS. Keine Ahnung. Wie gesagt, naja. Aber ist doch auch schon ganz nice. Wir werden nicht ohne Kampf weichen. Was echt jetzt? So, ich dachte schon fast, wir müssten gegen die kämpfen. Loslassen können ist manchmal wirklich nicht einfach. Ich höre immer noch die Stimmen der Bäume und der Aurin, die wir auf Arboria zurücklassen mussten. Okay. Ich kann jetzt nicht so schnell lesen, ich brauche mal ewig zum Lesen. Wir sind noch nicht fertig. Ich kann zwar halbwegs gut lesen, erklimme den Asteroiden. Ach, da müssen wir hoch, boah, voll krass. Aber hier hinten gibt's was, das sehe ich ja von hier. Auf jeden Fall ein böses Monster schon mal. Alter, der greift sogar mega an hier. Oh, hier gab's doch... Huch, gleich der nächste. Dafür können wir hier irgendwas retten. Keine Ahnung, was wir hier retten können. Ach, die folgen uns jetzt. Wohin sollen wir die führen? Da hinten, hier hin. Na dann folgt mir mal schön. Meine Lieben hier. Die müssen wir ja auch erledigen. Alter, ich hab gleich Angst, dass wir hier jetzt gekillt werden. Oh. Jetzt damage ich wieder mein Mikrofon. Wo müssen wir die hinführen? Nee, das... Hier. Für dich tun. Aktuell ausgerüstet, ja, sieht doch auf jeden Fall besser aus.
aber wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Okay, jetzt würde ich aber gern hier ansehen. Ich muss gerade mal gucken, wie das hier mit dem Ausrüsten aussieht. Also okay, wir können ja mehrere aus gleichzeitig. Aber wie war das jetzt? Ausrüsten habe ich noch nicht so ganz gerafft. Okay, jetzt können wir hier noch was machen. Hochmut kommt vor dem Fall 2. Finde A weg. Okay, jetzt machen wir erstmal das hier. Ja, ich würde sagen, danach haben wir auch genug gemacht für heute, oder? Dann habe ich mal so ein bisschen das Spiel hier gezeigt, was ich ja eigentlich machen wollte. Huch, der war ja sofort tot. Hä? Halte deine Klassenreise aus. Die Richtungstaste. Achso, Salto ist es. Ach ja, genau. Mein Gott. Kann doch nicht sein, dass ich das nicht weiß. Okay, nicht genug. Alter, die scheint gut zu sein, Alter. Alter. Oh. Okay, ich muss noch üben, ich sehe schon. Ich setze ihm mal das Dings da nicht ein. Ich töte jetzt einfach mal so. Oh, der hat noch ein Leben. Alter, es kann doch nicht sein, dass der mit einem Leben überlebt. Hochgeborener. Quest. Alter, wie viel Leben hat der denn bitte? Alter. Alter, wie viel Leben der bitte hat. Alter, ein Kommandant. Na gut, für einen Kommandanten ging er. Ich genau. Ach so, der schießt von der anderen Seite. Oh, und ich wundere mich. Oh, jetzt habe ich die ganzen Leute hier hinter mir und ich weiß gar nicht, wo ich sehen kann, wie viel Leben ich noch habe. Okay, da habe ich genug getötet. Den Rest hier lasse ich jetzt mal leben, solange die mich nicht angreifen. Greife ich sie nicht an? Irgendwelche Fortschritte? Nicht locker lassen. Es geht noch weiter. Okay, was haben wir hier? Mehr war die Karte. Karte M. Okay. Ach, hier müssen wir jetzt gar nichts mehr machen. Mach schon, an die Arbeit. Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt jedoch schon ein bisschen ordentlich was gezeigt, oder? Also ich fand, ich habe jetzt ordentlich was gezeigt. Ich hoffe, ich konnte euch animieren, hier euch für das Spiel zu interessieren. Ich animiere euch nicht, das Spiel zu kaufen. Das ist eure Entscheidung, ob ihr es euch kauft. Ich habe jetzt gerade erst die Juni-Releases gemacht, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall, das Spiel macht doch schon ganz Spaß. Ob es das Geld wert ist, weiß ich nicht. Aber das wird sich zeigen, denke ich mal, in nächster Zeit. Ja, ich würde ganz ehrlich, vorbestellen würde ich es nicht. Ich würde warten, bis die ersten Reviews kommen und dann mal gucken, was die Leute dazu sagen. Wie gesagt, ich finde es ganz nice, die Beta jetzt, aber wie gesagt, es ist halt nur eine Beta. Sagt nur nicht so viel. Ich gehe mal hinter der Lampe. Ne, aber die kann doch von überall schießen. Trifft mich doch auch hier. Es ist ein übermächtiges Geschütz. So. Ja gut. Jetzt würde ich sagen, war es das auch gleich
Jetzt mache ich nur noch die schnell fertig. So, stirb. Ein niedergeborener Soldat und ein Sanitäter. Alter, ist das hier viel. Ein hochgeborener Kommandant, Alter, ist das... Oh, Alter, stirb. Ach, geil. Ah, drei auf einmal. Ne, zwei auf einmal erledigt. Ist das schon echt recht lustig hier. Und dafür mal endlich mal ein Rollenspiel, was ab 12 ist. Mit The Elder Scrolls, das nervt ja schon ziemlich, dass die mal ab 16 sind. Aber naja, gut. Jetzt ist mal die Frage, jetzt zu Wildstar würde ich sagen, ist jetzt die erste Alternative für die meisten wie mich jetzt sind auch eigentlich. Divinity Original Sun habe ich ja in den My Releases auch gemacht, gezeigt so. Immer diese hochgeborenen Kommandanten, Alter. Die können mich mal. Ich weiß gar nicht, wo mein Leben steht hier. Steht das hier? Das mit der Rolle muss ich auch nochmal üben. Questlog war es nicht. Ich kann die Action-Baukasten ist auch nicht. P ist Charakter. Oh, Social war das. Mit O. Ingenieur, Kundschafter. Okay, dann mache ich jetzt hier mal kurz Schluss. Ich finde schon sehr lustig das Spiel, muss ich einfach mal sagen. Es ist wirklich, macht sehr Spaß hier einfach mal ein bisschen rumzudüsen. Ob es das Geld, das es kosten wird, wert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Beta könnt ihr noch spielen. Nee, könnt ihr nicht, weil wenn ihr das Video seht, ist die Beta schon vorbei. Vermutlich. Ja, weil die nächsten beiden Tage bin ich weg, deswegen mache ich es auch jetzt. Naja. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, das Video. Gebt einen Daumen hoch und schreibt doch mal eure Meinung zu diesem Spiel hier in die Kommentare. Es würde mich echt sehr interessieren, was ihr denn zu diesem Spiel hier denkt. Mich interessieren eure Meinungen echt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann demnächst wieder. Jetzt laufe ich hier schon vorbei. Ja, wir sehen uns dann wieder in einer anderen Folge von einem anderen Spiel, von was anderem auf jeden Fall. Weil das hier könnt ihr nicht mehr sehen beim Channel. Das wird das einzige Video hier in diesem Format sein quasi von dem Spiel hier. Ich werde mir das Spiel nicht holen. Es sei denn, es kriegt 90er Reviews, aber das kriegt es nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Also würde ich sagen, wir sehen uns wieder demnächst bei einem anderen Spiel. Und bis dahin noch viel Spaß beim Zocken. Tschüss.